Ein X auf dem Boden. Voll die intelligente Idee, da durchzugehen. Kreative Blockade. Okay. Zu? Ja, war ja klar. Oh Gott. Da komme ich aber nicht rein. Ah. Okay. Was ist das? Juni, vergiss nicht. 9. Juni. New Moon. Hat es was mit dem Neumond zu tun? Ach, ich will es gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will. Weißt du? So, ja, gut. Eine Truhe. Hätte ich etwas... Oh, abgeschlossen. Warte mal, vielleicht finden wir ihn. Nein. Meine Hoffnung war eigentlich gerade, ob wir vielleicht einen Schlüssel finden. A, B. Dann finden wir. Okay. Weißt du? Ja. Ah, wieder ein Liebesbrief. 15. September, heute wieder neue Zettel. Sogar noch schlimmer als die davor. Was? Die davor. Das Traurigste darin ist, dass ich jedem Wort zustimme. Heute wieder neue Zettel? Das war, bezog sich, glaube ich, auf den anderen Schrieb mit den Kritiken, mit den äußerst unfachlichen Kritiken. ich denke mal, das ist eine recht humane Bezeichnung, ne? Okay. Nee, das ist ein Tisch mit Teller, Flasche und irgendeinem anderen Gefäß. Das hier könnte ein Vorhang sein, der gerade ein bisschen sich durch den Wind bewegt. Okay. Ja, ist alles schön anzusehen, aber ich bin wieder... Ach so, es regnet. Brief, den wir scheinbar nicht lesen können. Irgendwelche Domino-Bausteine. Ja. Es macht Spaß, die Einrichtung zu durchsuchen. So, ich habe noch keine Ahnung, durch welche Tür wir gehen werden. Okay, die ist offen. Gibt aber nichts Interessantes. Okay, machen wir wieder zu. So, ist hier offen. Okay, da ist offen. Hier sind wir hergekommen. Da können wir nicht rein. Und hier ist wahrscheinlich zugeschlossen. Nein. Nicht mal. Jetzt ist nur die Frage, wenn die Tür und die Tür da offen sind, wo geht's denn hier hin? Oh, shit. Kann ich vielleicht... ich glaube, ich gehe mal da rein. Moment. Ah, okay. Okay, hier ist zugeschlossen. Hier eine geschlossene Tür. Ist eine gute Tür. Wo geht's denn hier hin? Aha. Auch wieder dieses Gemälde. Also dieses Gemälde gibt's auf jeden Fall wie
ja, wie einige andere auch, doch recht häufig. So würde natürlich niemand sein Haus bestücken. Du würdest in keinem Haus, oder? Ich weiß gar nicht. Keinem Haus eigentlich, oder? Wie groß es auch ist, hätte ich gesagt, der Tischfuß hier ist kaputt. Okay. Würdest du 10-mal das gleiche Bild finden und das dann gleich noch von mehreren Bildern. Also, weiß nicht. Ne? Wenn man so ein Haus hat, dann hat man auch Geld und. Das ist ein Telefon. Aber wo ist das Telefon? Dein Ernst? Da bin ich gerade eben schon mal lang gekommen. Toll, jetzt ist es da. Dachte ich mir doch schon, dass da eins stehen müsste, ha? Hallo? Kann ich den Scheiß hier vielleicht benutzen? Ha? Nö, dann klingelst du halt weiter. Ist mir egal. Ich komme später nochmal vorbei. Ich drehe nochmal eine Runde, ne? Wieder von mir? Ich verstehe nicht, was der von mir will. Der sagt, glaube ich, irgendwas, oder? Warte mal, warte mal. Oh Jesus. Er hat denn da so eine Unordnung da drin gemacht. Ich lass mal offen. So, was ist das da für ein Bild? Das ist irgend so ein komischer Ziegenpeter, dem viele, viele Leute zuhören. Das könnte jetzt so eine Art dämonische Gestalt darstellen. Naja. So. Was, Kieb? Was, Kieb? Keep silent oder kein Plan. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Telefon machen soll. Es kommt von hier unten hochgeflogen. Finde ich ja ganz toll, aber, ja. Ah, es sieht also doch nicht immer gleich aus. So, und auch wenn das Telefon jetzt gerade im Hintergrund nervt, wir lesen das jetzt trotzdem. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kollegen hatten mich bereits darüber informiert, dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten und während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichen werden. Respekt. Dennoch bin ich aus Respekt Ihrer Frau und Ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen und leider stimme ich mit meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben wie ihre Frau, nicht unüblich. Was sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Kläffen beschrieben haben, wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden, ja, das glaube ich, ja, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die Sie erwähnten, scheinen keinen physiologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen eher psychologischer Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns, Ihre Frau wieder hinzukriegen, müssen Sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht hat, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der all ihre Stärken und Unterstützung erfordert. Sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne meine Kollegen oder mich kontaktieren. Hochachtungsvoll, Dr. Med. Robert Richards. Noch so ein verdammter Quatsch selber. Gibt's, ey.
Keep irgendwas. Ich weiß nicht. Oh, dieses Telefon. Ich laufe, glaube ich, noch ein paar Mal ums Viereck. Aber was mal auf, hier drin scheint sich das ja immer wieder zu verändern, nicht? So, das ist das. Das hatten wir schon einmal. Keep. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Ich kann das hier nicht benutzen. Okay, gehen wir weiter. Mal gucken, was uns sonst noch so auffällt. Oder was wir sonst noch so finden werden. Das hatten wir schon. Also ich bin mir echt nicht so ganz sicher. Ich kann jetzt hier nochmal schön gucken. Ja, okay. Also es gibt irgendwie scheinbar zwei. Was? Okay, das bringt auch nichts. Was ist, wenn ich zurückgehe? Warte mal, was ist, wenn ich rückwärts laufe? Nix. Da passiert erstmal gar nichts. Was ist, wenn ich weiterhin... Aha! Hallo? Yes. What? What? What fire? Oh God. Is she? Which hospital? I'm on my way. Moment, durch ein Feuer sind ihre Verletzungen passiert. Okay. Krass auf jeden Fall. Die Frau hat definitiv etwas erlebt, was man vermutlich, ja, nicht mal den schlimmsten Feind wünschen würde. Okay. Jetzt komme ich wieder hier hin. Da habe ich wieder den Schwachsinnsbrief da, ne? Richtig? Ja, richtig. Ah, eine Tür. Sieh mal eine an. Die ist sogar offen. Restless Memories. Ja, ruhelose Gedanken oder Andenken. Memories. Memories sind ja eigentlich Erinnerungen. Okay. Was zum Fick? Ficken die. Alter. Dein Ernst? Und jetzt hat von mir erwartet, dass ich da. Der Raum steht Kopf. Jetzt nicht mehr. Ich muss mich gerade eben noch von gerade. Ich muss mich noch erholen. Flatternde Schrecken. Sei still. Konstantes Flattern. Fressen andere Ratten? Aha. Okay. So, was haben wir denn hier in der großen Schublade? Nichts von Interesse. Hier unten auch nicht. Dann würde ich doch mal sagen, wir gehen gleich rüber durch die Tür. Aber zuerst würde ich hier drin gucken, da ist aber auch nichts. Gut. Also, dann lass uns mal einen langen Gang entlang gehen, wofür man ausgehen kann, dass hier irgendwas Böses passieren wird. Yay! Bis wie? Ist was, Doc? Da ist zu, aber immerhin haben wir einen Lichtschalter. Yay! Na du, rührendes Ding. Hat sich ausgerührt, wa? Okay. Ja, alles gut da oben, ja? Wie ist die Luft da oben so? Okay, keine Ahnung, wo wir jetzt hinkommen. Oh.
Hope is the mind killer. Hoffnung tötet den Geist. Okay. Ich fand Hoffnung bisher immer relativ praktisch. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Emergency Operation. Ich weiß nicht, soll hier runter, hoch. Normalerweise würde man ja sagen, ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal hoch, oder? Okay, hoch ist nicht erwünscht. Und dann soll es wohl wieder runtergehen. Vielleicht sind wir ja auch schon ganz, ganz oben. Ich weiß es nicht. Ich will aber auch nicht wissen, wo wir jetzt unten rauskommen werden. Oh, sind schon da. So, warte mal ganz kurz. Kann ich... Nein, kann ich nicht. Okay. Ich wollte gerade mal kurz schauen, ob ich eigentlich speichern kann manuell. Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach einfach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße rausgezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen. Dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Bürokrat. Vertrau mir. Das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch besuchen? Fragezeichen. Okay. Wow. Ein Glas, ein Raum voller Glasbilder auf dem Boden. Was? Wie? Wo? Bin ich gerade auf eine Ratte draufgetreten? Das erinnert mich an den Vorratskeller. Echt? Ja, Licht ist immer gut. Nein. Ich mach den Wasserhahn jetzt nicht auf. Warum sollte ich den? So. Was haben wir denn hier? Okay. Also der Weg ist versperrt, dann bleibt ja nur die Tür hier. Ich find's, bis zum Geier ist das. Silent Float, stille Schwimmer, sie verstopfen Abfluss, Fell im Wasser, keine Bäder für mich. Okay. Das ist mal wieder so ein Ding. Ich mach mal hier die Tür zu. Nur aus Sicherheitsgründen. Ich weiß nicht so ganz. Also. Oh Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das da oben? Das ist ein Arzneischränkchen, nicht? Ich glaube, wir können uns durchaus nach draußen verkrümeln. Da stellt sich allerdings die Frage... Okay, da ist zu. Und hier... Ah!